Als die Sonne aufging, froren sie alle, obwohl es nicht wirklich kalt war. Sie waren müde, ausgelaugt und erschöpft und schockiert von den zurückliegenden Geschehnissen und auch von ihren eigenen Taten. Auch der Geruch, der von Regines verbrannter Leiche ausging, trug nicht dazu bei, die düstere Stimmung, in der sie sich alle befanden, zu verbessern. Immerhin das schrecklich verbrannte Gesicht hatten sie mit einer ungegerbten Haut abgedeckt. Armin hatte darauf bestanden, dass sie den toten Körper mitnahmen. Sie sollte ein anständiges Begräbnis bekommen, und Mariam fand das gut, auch wenn der von der Leiche ausgehende Geruch von verbranntem Fleisch und Brandbeschleuniger sie alle umwehte wie ein todverkündender Pesthauch. Mariam hatte keine Ahnung von Religion und dem traditionellen Umgang zivilisierter Menschen mit Tod und Sterben. Es kam ihr aber dennoch richtig vor, einen Freund oder eine Freundin nicht einfach auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen. Wanda hatte sogar Thomas begraben, obwohl der kein Freund gewesen war. Zumindest kein echter. Aber nein, eigentlich war das doch Schütze gewesen, oder nicht? Warum musste alles so schwierig sein? Es wurde langsam hell, und sicher würde Armin bald einen Platz bestimmen, an dem sie lagern und das Grab ausheben würden. Die Esel waren die ganze Nacht lang in ihrem gemächlichen Tempo weitergelaufen, nicht sehr schnell, eher im Gegenteil, denn auch sie waren müde. Hatten sie überhaupt etwas zu essen für die Tiere? Wenn sie sich weiterhin von ihnen ziehen lassen wollten, mussten sie daran denken. Mariam teilte diesen Gedanken mit leisen, schnellen Worten mit Wanda, und die nickte, nur um dann wieder trübsinnig vor sich hinzustarren. Mariam kuschelte sich enger an sie. Die blutigen Ereignisse hatten die Barriere, die sich zwischen ihnen gebildet hatte, ein Stück weit eingerissen. Fürs Erste auf jeden Fall. Esel, dachte Mariam, waren ziemlich schlaue Tiere. Mehr als einmal hatte sie bemerkt, dass sie Hindernissen selbstständig ausweichen konnten, ohne dabei ins Stocken zu geraten oder mit dem Karren an einem der gelegentlich, wie die Chitinhülle lange toter Insekten daliegenden Autowracks hängen zu bleiben. Sie alle stanken nach Blut und Schweiß und anderen Ausdünstungen. Nicht nur nach ihren eigenen, sondern auch nach denen, die tief in der Kleidung der Degenerierten hingen, in die sie sich gehüllt hatten. Es hatte 2 oder 3 Stunden gedauert, bis Mariam sich daran gewöhnt hatte und der Impuls, sich die Fetzen vom Leib zu reißen, nachgelassen hatte. Instinktiv wusste das Mädchen, dass es den anderen ebenso gegangen war, und vor allem Ella sah jetzt, im ersten Tageslicht, immer wieder angewidert an sich herab. Mariam fragte sich, wie weit sie inzwischen vom Schlachtfeld weggekommen waren. Weit genug, damit sie rasten konnten? Weit genug für ein Feuer? Sicher, es waren alle tot, die Dex und Uri und seine Leute. Aber dennoch, es würde ihnen gut tun, sich auszuruhen und etwas zu essen. Davon hatten sie genug auf ihrem Eselkarren, und auch an degenerierten Waffen mangelte es ihnen nicht. Was ihnen fehlte, war Stärke, Mut und Zuversicht. Aber sie konnten jetzt nicht mehr zurück. Sie würden es auf keinen Fall schaffen, an den italienischen Soldaten, die den Brennerpass bewachten, und den Degenerierten dort vorbeizukommen. Abgesehen davon würde Wanda das auch nicht wollen. Mariam wusste das, auch wenn Wanda genauso blass und elend müde aussah wie sie alle. Ihr Wille war ungebrochen, und niemals würde sie... Da! Da vorn! Armin, der zusammen mit Breitmann vorne auf der Bank des Karrens saß, hatte etwas entdeckt. Mariam sah auf. Sie war in Gedanken gewesen, zu sehr, um auf ihre Umgebung zu achten, aber jetzt nahm sie wahr, dass die Esel sie in der Nacht von der großen Straße weggeführt hatten und dass sie sich inmitten zugewachsener Felder befanden. Zuerst konnte sie die Pflanzen, die dort wuchsen, nicht einordnen, aber dann erinnerte sie sich an die richtige Bezeichnung. Reben. Beim Erinnern hatte ihr vermutlich auch das Schild geholfen, auf das ihr müder Blick jetzt erneut fiel. Hubertuskeller. Der deutsche Klang der Worte verwunderte das Mädchen für einen Augenblick. Dann zuckte sie innerlich mit den Schultern.
Die teilweise eingestürzten Gebäude des kleinen Hofes, der in etwa 30 Metern Entfernung vor ihnen lag, würden ihnen eine Zuflucht sein. Armin lenkte den Eselkarren vor das Hauptgebäude, so wie es aussah, ein ehemaliges Restaurant, und hielt ihn neben dem abgeknickten Mast eines Flutlichtes an, das den Parkplatz des kleinen Weingutes früher einmal erhellt hatte. Der Hof wirkte verlassen. »Das ist gut, oder?« Wanda musterte das Gebäude vor sich, ein etwas größeres Wohnhaus auf den ersten Blick. Unten, und dem Namen nach wohl auch im Keller, war der Wirtschaftsbetrieb untergebracht gewesen, und oben musste die Wirtsfamilie gewohnt haben. Früher einmal dürfte dieser Ort ein beliebtes Ausflugsziel gewesen sein. Alleinstehend, von felsigen und baumbewachsenen Hügeln umgeben, inmitten der wild wuchernden Weinreben, die das Erscheinungsbild der ganzen Gegend bestimmten. Sie hatte all dem nicht viel Beachtung geschenkt, während es langsam hell geworden war. Natürlich hatte sie hin und wieder den Kopf gehoben und von hier nach dort gedreht, hatte die Umgebung mit Augen gesehen, doch ihr Gehirn hatten die Bilder nicht erreicht. Zu gefangen war sie noch gewesen in den vergangenen Ereignissen, zu sehr rasten ihre Gedanken noch, beschäftigten sich mit Fehlern der Vergangenheit und der ungewissen Zukunft. Noch dazu machte der verdammte Fischmann immer wieder Anstalten, sie zusätzlich zu verwirren. Momentan, so glaubte sie, hatte sie ihn ganz gut unter Kontrolle. Ganz verbannen konnte sie ihn jedoch nicht, was sie zusätzliche Kraft kostete. Fast schon war sie froh, dass sie jetzt gezwungen war, sich auf etwas Konkretes zu konzentrieren. Die Balkone des Hauses, ja, der ganze Baustil, wirkte irgendwie schwarzwaldartig auf sie, auch wenn die Umgebung ganz anders war. Es war ein dreistöckiges Haus. Die Eingangstür lag unter einem improvisierten Vordach, gebaut aus Balken, und die Dachfläche wurde von uneinheitlichen Blechen gebildet. Unter diesem Vordach hatten sicher die Gäste Platz genommen, die nicht drinnen hatten speisen wollen, wenn das Wetter gut gewesen war. Die Tische und Stühle, so schien es, standen noch dort wie unberührt. Die Eingangstür stand einen Spalt weit offen, was nie ein gutes Zeichen war. Alles und jeder konnte sich im Haus befinden, auch wenn es nicht so wirkte, als ob hier noch jemand leben würde. Man konnte aber nicht ausschließen, dass sich irgendjemand darin aufhielt. Energisch schob sich Wanda vom Karren herunter. Als ihre Füße den Boden berührten, bereute sie den kleinen Ausbruch von Tatendrang sofort. Ihr linkes Knie brach ein, nicht weil es verletzt war oder wehtat, sondern einfach nur, weil sie zu lange gesessen hatte. Mühsam zog sie sich am Rande des Karrens hoch, schenkte Mariam, die den Vorgang mit besorgter Miene betrachtet hatte, ein aufgesetztes, zuversichtliches Lächeln und griff sich eine Keule, die auf dem Boden des Karrens dicht neben Regines totem Körper gelegen hatte. »Ich gehe rein. Wir müssen wissen, ob wir alleine sind, wenn wir hier ausruhen wollen. Leander bleibt bei Mariam und Ella. Der Rest nimmt sich die Nebengebäude vor.« Niemand protestierte, nicht einmal Armin, dem sie praktisch gesehen in diesem Moment die Führung entrissen hatte. Noch einmal lächelte sie Mariam zu, mit ihrer gespielten Zuversicht und Stärke. Dann ging sie auf das Haus zu. Erst jetzt sah sie, dass es noch eine zweite Eingangstür gab und dass unter dem Vordach keine Tische und Stühle standen, sondern lediglich eine rustikal geschnitzte Holzbank mit einem kleinen Tisch davor und einige Blumenkübel aus Stein dort ihren Platz gefunden hatten. Niemand hatte die Blumen gegossen, seit einer Ewigkeit nicht, und unter dem Vordach hatte keine Regentropfen sie erreicht. Sie waren ebenso tot wie die alte Welt. Bevor sie hineinging, drehte Wanda sich noch einmal um die eigene Achse, um die Umgebung, die sie den ganzen Morgen über so sträflich vernachlässigt hatte, in sich aufzunehmen. Der sanfte Wind war beinahe mild, aber feucht, und vermutlich war es diese Feuchtigkeit, die sie alle frieren ließ. Grob in südlicher Richtung öffneten sich Berg- und Hügelflanken an der Seite des Tales, in dem sie sich befanden, und machten einer Ebene Platz.
In der näheren Umgebung und jeweils ein paar hundert Meter auseinanderstehend gab es, so wie es aussah, noch weitere, ganz ähnliche Ansammlungen von jeweils einer Handvoll Gebäuden, und irgendwie erinnerte sie die Landschaft, die sich ihr zeigte, an die Weinbaugegend um Mainz herum, die sie während ihrer Gefangenschaft bei Andrins, bei Einhans, Degenerierten einmal durchquert hatte. Da hatten ihre Eltern noch gelebt. Der Gedanke an sie war schwer abzuschütteln in diesem Moment, und erst als Wanda Armins aufforderndes Nicken bemerkte, dass ihr wohl so etwas sagen sollte wie: »Wenn du schon dein vorlautes Maul aufreißt, dann handle auch.« Erst dann setzte sie sich in Bewegung. Sie brachte die wenigen Schritte bis zur offenstehenden Eingangstür betont energisch hinter sich, hob ihre Keule und betrat das Haus. Es war dunkel im Gebäude und es roch modrig, als Wanda sich, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend und ihre Waffe zum Schlag erhoben, immer weiter hineinwagte. Manche der Tische waren leer, auf manchen lagen Rucksäcke und Taschen. Staub tanzte in der Luft, wo fahles Sonnenlicht durch das schmutzige Fensterglas drang, und ein starker Hauch von alter Verwesung erreichte Wandas Nase. Sie griff sich eine Stoffserviette, um ihre Atemwege zu schützen. Der Tresen, hinter dem eine Wandöffnung mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Küche führte, war vollgestellt mit verschiedensten Gläsern und Flaschen. Ein hoher Stapel Teller auf einem Tablett, an denen Schimmelsporen emporkrochen, befand sich neben der alten Registrierkasse. Als sie ihren Blick weiter den Tresen entlang gleiten ließ, zur Wandöffnung hin, hinter der sie die Küche vermutete, sah sie ein paar Beine hervorragen, die Fußspitzen nach oben zeigend und so dünn, dass man nicht viel nachdenken musste, um zu erkennen, dass der zugehörige Körper schon lange tot sein musste. Sie machte sich nicht die Mühe nachzusehen, noch nicht zumindest, denn noch hatte sie erst einen Teil der Wirtsstube erkundet und eine einzelne Leiche erklärte noch nicht den faulen Geruch, der hier in der Luft hing. Auch an einigen anderen Stellen fand sie Ansammlungen von Schimmel, und als sie den Tisch mit den Rucksäcken und Tragetaschen erreichte, stellte sie fest, dass auch sie von einer dicken Staubschicht überzogen waren. Sie würden sie später durchsuchen. Es war seltsam, wäre die Welt noch nicht wahnsinnig geworden, hätten all diese Spuren von Tod und Verfall beinahe jeden veranlasst, das Gebäude panikartig wieder zu verlassen. Für Wanda und die anderen jedoch bedeuteten sie an diesem Tag nichts anderes als ein Stück Sicherheit. Niemand würde ihnen den Platz streitig machen. Die Toten brauchten ihn nicht mehr. Wanda fand sie in der hinteren linken Ecke der Schankstube. Es waren vier und sie saßen um den Ecktisch versammelt. Zwei von ihnen waren über ihren Tellern zusammengesackt. Eine Leiche, die einer Frau der Länge der Haare und der Kleidung nachzuschließen, war seitlich vom Stuhl gekippt, und Wanda konnte das münzgroße Loch in ihrem Schädel erkennen. Sie war erschossen worden, und ohne sich die Mühe zu machen, wirklich nachzusehen, ging Wanda davon aus, dass dies auch bei den anderen der Fall war. Die vierte Leiche war die eines kleinen Jungen, und beinahe hätte Wanda sie übersehen, wenn sie nicht noch etwas näher herangegangen wäre. Sie lag quer auf der Eckbank, oder zumindest der Oberkörper tat das, während die Beine lang ausgestreckt unter den Tisch ragten. Die Leichen waren ausgetrocknet, lange schon tot, und obwohl die Tür offen gestanden hatte, waren sie aus irgendwelchen Gründen von Tieren, Hunden, Füchsen oder anderen Fleischfressern nicht angerührt worden. Dieser Umstand machte Wanda ein wenig dankbar, denn die Angst und das Entsetzen, die sie im Moment ihres Todes sicherlich gefühlt haben mussten, waren nicht mehr in den verschrumpelten Gesichtern abzulesen. Angst und Entsetzen hatten sie wahrlich genug gesehen in der letzten Zeit. Sie riss ein paar Tischdecken von den freien Tischen und bedeckte die Toten. Sie würden höchstens einen Tag hier bleiben, da lohnte der Aufwand nicht, sie hinauszuschaffen, entschied sie. Anschließend ging sie zu den Fenstern und riss sie auf, und der sanfte Wind des frühen Morgens trug immerhin einige der Verwesungsgerüche nach draußen. Dann machte sie sich an die Durchsuchung des restlichen Gebäudes.
Mariam schreckte auf, als sie das Geräusch der sich öffnenden Fenster zum ersten Mal vernahm. Sie wirbelte herum, starrte in die Richtung des Geräusches und ließ den Bogen erst wieder sinken, als sie dort hinten für den Bruchteil einer Sekunde Wandas Gesicht erkannte. Armin und Breitmann waren um das Haus herum verschwunden, um die Nebengebäude in Augenschein zu nehmen, und sie war mit Ella, Leander und dem alten Italiener beim Karren zurückgeblieben, so wie Wanda es gewollt hatte. Die vier Esel wirkten ruhig und nichts an ihrem Verhalten deutete auf eine nahende Gefahr hin. Trotzdem hatte Mariam ihren Bogen, den kleinsten, den sie nach der Schlacht hatten finden können, bereit gemacht und einen Pfeil aufgelegt, einfach nur, um vorbereitet zu sein. Leander war damit beschäftigt, die Tiere vom Karren loszumachen, und Ella starrte einfach nur auf ihre Hände herab, die schlaff in ihrem Schoß lagen. Der Kopf der ehemaligen Kellnerin hing nach unten, und sie schien sich zu weigern, irgendetwas um sich herum wahrzunehmen, war ganz in ihren Gedanken gefangen. Auch der alte Italiener tat nichts, bemerkte Mariam, als ihr Blick sein furchiges Gesicht streifte. Aber er war aufmerksam, lauschte, sah von hier nach da und hatte sich, noch immer auf dem Karren, direkt neben Regines Leiche sitzend, zum Gebäude umgedreht. Mariam überlegte, ob sie Ella fragen sollte, was er ihr erzählt hatte, seit sie zusammen auf dem Karren unterwegs waren. Es interessierte Mariam zwar in diesem Moment nicht besonders, aber vielleicht würde es ihrer Freundin helfen, sich von ihren düsteren Gedanken zu lösen. Dann entschied sie sich anders. Ella würde ihnen schon Bericht erstatten, denn schließlich hatte Armin sie ja zu eben diesem Zweck angewiesen, mit dem Mann zu sprechen. Der Wind spielte mit Ellas Haar und verlieh ihrer Gestalt für ein paar Sekunden eine seltsam traurige Anmut, wie sie da auf dem Karren saß und ganz in sich selbst versunken war. Armin kam als erster zurück, links neben dem Hauptgebäude hervor, und er wirkte jetzt deutlich weniger angespannt als noch vor einer Minute. Einige Sekunden später tauchte Breitmanns massige Gestalt von der anderen Seite her auf, und er zeigte den Daumen nach oben. Beinahe zeitgleich trat Wanda auf den oberen Balkon und rief nach unten. »Alles klar, hier ist niemand.« Leander hatte die Esel inzwischen unter einigen Mühen und trotz seines verletzten Armes an dem umgeknickten Laternenmast angebunden und ihnen dabei genügend Spielraum gelassen, um etwas herumzutrotten. Jetzt nickte er in Armins Richtung und fragte, »Hast du da hinten irgendwas gefunden, was die Viecher fressen können? Oder Wasser?« »Nein, hab ich leider nicht. Wir führen sie später in die Reben, damit sie was fressen. Und irgendwo und irgendwann wird es schon eine Pfütze geben, aus der sie trinken können.« Leander nickte nur, und Armin fügte an, »Lasst uns reingehen und ausruhen, vielleicht ein paar Stunden schlafen. Später begraben wir Regine.« Leander sah nach oben in den Himmel, dann wieder zu Armin hin. »Wir sollten Regine ganz abdecken, wenn wir sie schon nicht mit reinnehmen. Die Aasvögel kreisen bereits.« Jetzt sah auch Mariam nach oben. Er hatte recht. Ein paar Stunden später standen sie im Kreis um die Grube, die sie nahe der Kuppel eines Hanges südwestlich des kleinen Anwesens mit bloßen Händen ausgehoben hatten. Es war eine anstrengende Arbeit gewesen, und es war ihnen nicht leicht gefallen, aus der viel zu kurzen Ruhephase, die sie sich im Haus gegönnt hatten, wieder herauszufinden. Ein mentales und energetisches Tief. Anfangs hatten sie fast schon gearbeitet, als würden sie schlafwandeln, sie alle, aber irgendwann hatte die monotone Tätigkeit des Grabens eine beinahe schon reinigende Wirkung entfaltet, und obwohl es ein tragischer und trauriger Anlass war, fühlte sich Wanda besser als noch wenige Stunden zuvor, und sie konnte sehen, dass es den anderen genauso ging. Blasse Gesichter hatten sich gerötet, fahle Wangen hatten wieder Farbe bekommen und stumpfe Augen wirkten wieder wach und lebendig. Sogar die von Ella, auch wenn man ihr noch deutlich ansehen konnte, dass sie ihr Trauma noch lange nicht überwunden haben würde. Nicht nur die Angst machte ihr zu schaffen, auch das, was sie getan hatte. Der Hang war steil, und die von ihnen, die unterhalb der Grube standen,
Armin und Breitmann vor allen anderen mussten sich ihm entgegenstemmen. Sie hatten getan, was Leander vorgeschlagen hatte, und den Leichnam der Scharfschützin eingewickelt. Wanda erinnerte sich an ihre bevorzugte Pose im Schneidersitz auf dem Dach des Transporters, das Gewehr quer über dem Schoß. Die Männer hatten die Leiche hierher getragen, nachdem die Grube tief genug gewesen war. Wanda erwartete, dass Armin etwas sagen würde, dass er eine kleine Rede halten würde, aber das tat er nicht. Scheinbar fehlten ihm die Worte. Wahrscheinlich hatte er Schuldgefühle, dass er seine Leute hierher geführt hatte, in dieses fremde Land, in dem so viele von ihnen den Tod gefunden hatten, noch bevor sie ihrem Ziel auch nur nahe gekommen waren. Ganz sicher hat er die, und du solltest aufpassen, dass sie nicht erneut in Hass umschlagen, kleine Mörderin. Es wäre gut, wenn er bald einen Unfall haben würde. Findest du nicht? Wanda ignorierte die Worte des Fischmannes in ihrem Kopf, obwohl sie wusste, dass sie nicht ganz falsch waren. Sie war es gewesen, der ihn zu dieser Entscheidung gedrängt hatte, auch wenn der eigentliche Entschluss nach dem Angriff der Krähen degenerierten gefallen war. Sie betrachtete Armins Gesicht. Er wirkte noch immer stark und seltsam unverletzlich, felsig, wie er da stand und schweigend in Regines Grab hinabschaute. Jetzt räusperte er sich. Würde er doch ein paar Worte sagen? Tatsächlich öffnete sich sein Mund und er sprach, aber nicht so, wie Wanda es erwartet hatte. Er sagte schlicht, »Kommt, wir schaufeln die Grube zu und dann stellen wir ein Kreuz auf. Isanna soll einen Ort haben, an dem sie Regine besuchen kann, wenn sie das möchte.« Alle schwiegen betreten. Wanda war die Vergeblichkeit, die Tragik, die hinter diesen Worten lauerte, nur zu bewusst, und wahrscheinlich ging es den anderen ähnlich. Wenn Isanna Regines Grab besuchen wollte, würde sie denselben Weg nehmen müssen, den auch sie genommen hatten, und das würde sie bestimmt nicht überleben. Dieser Umstand machte Armins gut gemeinte Worte schal und hohl. Er hatte nicht nachgedacht, bevor er sie geäußert hatte. Später am Abend, als sie alle wieder in dem ehemaligen Wirtshaus beieinander saßen und der Geruch von Feuer und warmem Essen den von Tod und Verwesung endlich ganz vertrieben hatte, sah Mariam Leander zu, der etwas abseits von den anderen damit beschäftigt war, ein paar Worte in den Querbalken des Kreuzes zu schnitzen, das sie aufstellen wollten, bevor sie ihren Weg nach Süden fortsetzen würden. Er wirkte hochkonzentriert, es war ihm wohl wichtig, dass seine Inschrift nicht stümperhaft werden würde. Ein richtiges Gespräch war nicht in Gang gekommen. Die paar Stunden Ruhe, bevor sie das Grab ausgehoben hatten, hatten nicht ausgereicht, um ihre Kraftreserven wieder zu füllen, und das Essen, das sie gierig und schweigend in sich hineingeschlungen hatten, ermüdete sie zusätzlich. Bald legten sie sich schlafen, um den großen Topf herum, in dem sie ihr Feuer aus ausgerissenen Stuhlbeinen und Holz von draußen angezündet hatten. Wanda hatte das veranlasst, und Maria musste an Schütze denken, an das Haus unterhalb der Burg, bevor die Sache mit den Vampiren angefangen hatte und sie am nächsten Tag ihren ersten Menschen getötet hatte. Einen Abluftschlauch brauchten sie jetzt in dem großen Raum, der die Wirtsstube beherbergte, nicht. Nicht wie damals. Auch lag kein sterbender Rotärmel mit ihnen im Raum. Es reichte, zwei einander gegenüberliegende Fenster zu öffnen, damit der Rauch des Feuers abziehen konnte. Mariam befand sich zwischen Ella und Wanda und war froh über die tröstliche Nähe der beiden so unterschiedlichen Frauen. Der Italiener, der im Gladiatorenkampf Marcello getötet hatte, hatte sich zurückgezogen und lag etwas abseits. Armin, Breitmann und Leander schienen noch nicht schlafen zu wollen. Sie saßen schweigend um den Feuertopf herum, und im Schein der Flammen konnte Mariam sehen, dass sie eine Flascherei umgehen ließen, von denen es am Tresen noch mehr als genug gab. Sie gedachten Regine. Mariam machte sich keine Sorgen. Sie wusste, dass die Männer klug genug waren, sich nicht besinnungslos zu trinken und ihre Sicherheit dadurch zu gefährden. Sie schlief ein.
Als sie die Augen wieder aufschlug, brannte das Feuer noch immer und ringsum war es dunkel. Dort saß Armin alleine und drehte die leere Flasche in seinen großen Händen, während er versonnen in die Flammen starrte. »Er muss doch auch müde sein«, ging es Mariam durch den Kopf, aber vielleicht konnte er einfach nicht schlafen. Sie war ja schließlich auch wieder aufgewacht, noch bevor die Nacht vorbei war. Sie fragte sich nach dem Grund. War da ein Geräusch gewesen? Nein, alles in Ordnung, so schien es. Auch ihre Blase war es nicht, die sie geweckt hatte, und schlecht geträumt hatte sie auch nicht. Genau genommen hatte sie gar nicht geträumt. Da war nur wohltuende, fast schon mütterliche Schwärze gewesen, eine tröstliche Abwesenheit von Gedanken und Bewusstsein. Sie entspannte sich wieder. Mariam wollte gerne dorthin zurück, nur für ein Weilchen nicht denken, handeln, verarbeiten und reagieren müssen. Keine Sorgen haben. Aber es gelang ihr nicht, den Weg zurückzufinden, und so blieb sie mit offenen Augen auf dem Rücken liegen, lauschte den Atemzügen von Wanda, die im Schlaf murmelte, und Regine neben sich und starrte die flackernden Schatten an, die an der Decke tanzten. Wahrscheinlich war es nur ein besonders laut knackendes Stück Holz im Feuer gewesen, das sie geweckt hatte. So sehr sie sich auch bemühte, sie konnte nicht wieder einschlafen. Auch die ruhigen Atemzüge der beiden Frauen neben ihr halfen ihr nicht dabei. Ella schnarchte ganz leicht und leise. Dafür hatte Wanda aufgehört, im Schlaf zu murmeln, und war etwas ruhiger geworden. Breitmann und Leander waren sicher draußen und hielten Wache. Vielleicht besorgten sie auch den Eseln etwas zu fressen. Ob draußen wohl der Mond schien? Was Schütze wohl gerade tat? Ob... Plötzlich war da ein Geräusch, dann ein Schatten hinter Armin. Der Schatten holte weit über den Kopf hinweg aus. Mariam erahnte die Waffe im Halbdunkel mehr, als dass sie sie sah. Sie stieß einen schrillen Schrei aus. Armin ließ die leere Schnapsflasche fallen und sprang auf. Vielmehr wollte er aufspringen, aber mitten in der Bewegung wurde er getroffen und brüllte vor Schmerz. Den Kopf hatte der Angreifer wohl nicht erwischt, denn nachdem er sich zur Seite gerollt hatte, war Armin schnell auf den Füßen, und jetzt rangen die beiden miteinander, kämpften um jeden Vorteil, um den Besitz des Stuhlbeins oder um die Chance auf einen sauberen Treffer. Neben Mariam regten sich Ella und Wanda, aber beide waren noch zu benommen, um Armin zur Hilfe eilen zu können, mussten erst einmal verstehen, was dort beim Feuer vor sich ging. Mariam sprang auf und zückte ihr Messer. Mit einigen schnellen Schritten versuchte sie, hinter den Angreifer zu gelangen, um ihn ins Bein zu stechen, ihm die Sehnen der Kniekehle zu durchtrennen oder ihm einfach nur die Klinge bis zum Heft in den Leib zu rammen. Sie hatte zu viele ihrer Freunde sterben sehen, und auch wenn sie es verabscheute, noch immer, so würde sie doch nicht zögern, einen der ihren zu... Was war das? Sie war jetzt näher an die beiden Männer, die keuchten und schnaubten und sich gegeneinander stemmten, herangekommen, und jetzt konnte sie sehen, wer der Angreifer war. Sie ließ das Messer sinken, sah sich nach einer anderen Waffe um. Sie griff nach dem erstbesten Gegenstand, der ihr brauchbar schien. Es war der Querbalken für Regines Grabkreuz. So fest sie konnte, ließ sie ihn im richtigen Moment auf den Hinterkopf des Mannes niederfahren. Der brach zusammen wie ein nasser Sack. Armin atmete stoßweise, tapste von einem Fuß auf den anderen, um sich zu beruhigen, um sein Temperament zu zügeln, um das Adrenalin aufzubrauchen und um begreifen zu können, was soeben passiert war. Er schaute in Mariams Richtung, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, dann nickte er ihr zu. »Danke, hast du gut gemacht, Mädchen.« Auch Wanda und Ella waren inzwischen auf den Füßen. Ella war zurückgewichen, beinahe bis an die Wand, wenn sie nicht vorher an einen der Tische gestoßen wäre, und Wanda hielt ihren Bogen schussbereit, auf den am Boden liegenden Italiener gerichtet. Als beide registriert hatten, dass der Vorfall bereits vorüber war, entspannten sie sich. Ella kam ein paar Schritte näher und versuchte zu begreifen, während Wanda die Spannung der Bogensehne wieder reduzierte, den Bogen aber nicht aus den Händen legte. »Hoffentlich ist er nicht tot«, dachte Mariam, und im selben Moment rührte sich der Mann. Sofort verspürte sie Erleichterung, und diese Erleichterung verflog im nächsten Augenblick, als Armin sich auf ihn stürzte und ihn am Kragen hochriss. »Was soll der Scheiß denn, ha? Was sollte das werden?« »Was hast du dir denn dabei gedacht, du gottverdammtes Arschloch?«
Erfolglos versuchte der Mann, der von Mariams Schlag auf den Hinterkopf noch immer benommen war, sich Armin zu entziehen. Dabei stammelte er gebrochene Silben, die weder Armin noch Mariam verstanden. »Gib dir gefälligst mehr Mühe mit dem Reden, wenn du nicht willst, dass ich dich erwürge, du blöde Sau!« Die Außentür flog auf und Breitmann und Leander stürmten herein. »Sie müssen den Lärm gehört haben«, dachte Mariam. Fassungslos blickten die beiden für eine Sekunde auf das Schauspiel, das sich ihnen bot und das in wütend tanzendes Flammenflackern getaucht war. Leander war es, der Armin, der den Italiener inzwischen beinahe bewusstlos gewirkt hatte, zur Ordnung rief. »Armin, er kann nichts mehr sagen, wenn er tot ist, oder? Lass ihn los!« Es dauerte 2 weitere Sekunden, bis Armin reagierte, aber er tat es. Er gab den Hals seines Opfers frei und versetzte ihm noch einen letzten, wütenden Schlag ins Gesicht. Dann drehte er sich mit ausgebreiteten Armen zu Leander um, als wollte er sagen, »Na gut, du hast deinen Willen bekommen. Und jetzt?« Suchend schaute Leander sich um, bis er weiter hinten Ella entdeckte. »Was hat er gesagt, Ella? Was hat er?« »Er sage, dass müsse Zug kriege.« »Was? Was hat er gesagt? Was für ein scheiß Zug? Ist der irre?« ereiferte sich Armin. »Er müsse kriege Zug. Zug nicht weit, aber nicht hab viele Zeit.« Sie sahen sich an. Schließlich sagte Wanda in die merkwürdige Stille hinein, in der jeder versuchte, sich einen Reim auf die Worte des Italieners zu machen. »Wenn der Zug nach Süden fährt, sollten wir packen, oder?« Mariam wurde bewusst, dass ihre rechte Hand noch immer den Querbalken von Regines Grabkreuz umklammert hielt. Ein wenig Blut klebte daran, und jetzt konnte sie sehen, was Leander hineingeschnitzt hatte. »Hier liegt Regine. Sie hat ihre Schuld beglichen.«